Ich bin Metal Mario Master. Und ich bin der Dani Olpe. Und wir heißen euch willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3. Ja. Was ist denn beim letzten Mal passiert? Klär uns auf. Wir haben ein paar Mäuse gejagt, die ganz an unsere Aufzugknöpfe ja geklaut haben. Ja. Wenn wir schon mal darüber reden, ne? Ja. Hier haben wir einen Aufzugsknopf mit 4. Knopf. Luigi, du machst deine Sachen wirklich gut. Komm doch mal zurück zum Labor. Ich möchte dir nämlich etwas sagen. Bis gleich. Sollen wir da hin? Ja. Alles klar. Knopf. Dann gehen wir mal da. Und ihr. Und ihr wisst, was ihr jetzt zu tun habt. Ja. Ah! Hey. Da, jetzt war ich voll schnell. Weil wie schnell ich bin. Ich renne. Ja, dann rennt er. Ja. Oh, Luigi, da bist du ja endlich wieder. Einen alten Mann lässt man doch nicht so lange warten. Vor einer Minute erstmal Bescheid gesagt, ey. Ich habe mich hier unten mächtig ins Zeug gelegt. Das Labor verfügt jetzt fast über alle Funktionen, die mir so vorgeschwebt haben. Aber du warst offensichtlich auch nicht faul, Luigi. Gut so. Sauge bei deiner Erkundungstour mit dem Schreckwerk Flo immer so viel wie möglich auf. Dabei hast du sicher schon eine hübsche Summe Geld eingesammelt, ne? Ja. Fragt sich also, was du damit anfangen kannst. Tja, eine ganze Menge. Und ein kleines bisschen werde ich davon auch profitieren, versteht sich? Trommelwirbel bitte, hiermit kündige ich voller Stolz etwas ganz Besonderes an. Professor Igits Shopping-Netzwerk ist jetzt freigeschaltet und hier im Labor zugänglich. Dort kannst du recht nützliche Items kaufen für einen absoluten Spottpreis. Zur Feier gibt es, und das ist natürlich nur eine einmalige Sache, ein gratis Geschenk, und zwar einen Goldknochen. Nur zu, Luigi, wähl den Goldknochen einfach aus und nimm ihn an dich. Goldknochen sind ganz fantastisch. Sie können dich wieder aufpeppeln, wenn die Anzahl deiner Herzen auf Null sinkt. Es wäre also ratsam, gleich mehrere Goldknochen im Petto zu haben. Dazu müsstest du aber welche kaufen. Stöbere ruhig ein bisschen im Shopping-Netzwerk. Die anderen Items, die ich anbiete, sind nämlich auch nicht zu verachten. Oh, jetzt hätte ich es doch beinahe vergessen. Solange du hier bist, muss ich noch was erledigen. Luigi, dreh ich mal kurz um. Ich muss was an deinem Schreckweg Flur anpassen. Schon erledigt. Der Schreckweg Flur hat jetzt eine brandneue Funktion. Aufgrund einiger Untersuchungen gehe ich davon aus, dass sich Buhus im Hotel verstecken. Mit der neuen Funktion lassen sie sich aufspüren. Die Einzelheiten erläutere ich dir aber später. Gut, das war's auch erstmal von meiner Seite, Luigi. Dann setz jetzt mal deine Suche im Hotel fort. Wir sollten erstmal zur Galerie gehen. Und unser Zeug da reinsetzen. Aktualisieren. Ja. Wir sollten mal gucken. Was haben wir denn so? Schlingel. Wüterich. Werfer. Mini-Schlingel. Ich nenne sie kleine Haufen Scheiße. Oh. Oder kleine Scheißer. Postgeister. Willkommen, Laura Zimmer. Werner Wachsam. Und Jacques Cousineux. Ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Ja. Wir sollten weitergehen. Wie sieht mit den Juwelen aus? Oh, schön, ne? So muss das sein. Das ist ja auch schön. Oh. Wo ist denn der Keller? Das kommt erst später. Die Läden, VIP-Zimmer. Aber da kommt ja noch. Da gab es irgendwie so ein Juwelen-Ding in der. Ja. Okay, erst gibt uns die ganze Sache umsonst, jetzt wieder Geld davon, ne? Ja. Verlangen, ey. War insgesamt ein Juwel einsetzbar. Da muss eins holen.
Warum nicht? Dann zeigt man, jetzt ist auf der Karte sehen, wo sich ein Juwel befindet. Ja, so, okay, die werden jetzt ja auch angezeigt. Ja, die werden halt nur auf unserer Karte angezeigt. Und es kann natürlich auf jedem Stockwerk sein. Ja. Nein, wir sollten jetzt, wir sollten aber mit unserem Geld sparen. Ja, bessere Sachen irgendwann. Das weiß ich nicht. Nur ich weiß da, dass es noch ein paar Etagen gibt. Wartet! Okay, warte mal, da können wir aufgehen! Ja. Ich glaube, ich jetzt eine Etage. Ja. Wow. Hallo? So schnell kann es gehen. Du bist anscheinend schon auf den ersten Bumu gestoßen. Was? Er muss ganz in der Nähe sein. Lass mich das genauer erläutern. Wo waren noch gleich meine Notizen? Also, Fluigis Körper besteht aus einem Element, das ich Glibber getauft habe. Glibber reagiert auf von Buhus angesendeten Frequenzen. Wenn sich ein Buhu in der Nähe versteckt, merkt man das daran, dass der Glibber zu vibrieren beginnt. Das Vibrieren nimmt zu, je mehr du dich einem Buhu näherst. Wenn du ganz nah bist, wirst du das im wahrsten Sinne des Wortes spüren. Das war einfach zu verstehen, nicht wahr, Luigi? Starke Vibrationen bedeuten Buhu in der Nähe. Dann los, fangen wir gleich nicht Buhus. Ich überlege mir derweil schon mal, wie ich sie in meiner Sammlung anordnen werde. Okay, bye bye. Ah, ich sehe bei. Oder? Ich meine, wenn er gerade nicht draußen ist. Oder warte mal. Wir sollten mal nach links gehen. Es ändert sich nämlich auch auf die Musik. Oh. Ja, das ist schon so an. Ja. Mein Gott. Der Dracula. Ach Gott, was muss ich denn hier? Warte, mach jetzt nichts Wildes. Oh, da ist er. Oh, ich bin Ubo. Du hast doch nach vor allem Dunkeln. Oh, oh. Aber wir haben es verkackt. Wir müssen nämlich genau richtig sein. Und das Blöde dabei ist, ich spüre keine Vibration. Hast du gerade Vibration gespürt? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Kann man mal hier rein. Warte mal. Ja, bei mir wird ein bisschen. Ja, da bleibe ich erstmal bei. Bleibe ich erstmal drin. Ja, hier vibriert ein bisschen stärker. Muss zu einem Objekt gehen und dann X drücken. Je nachdem, wo es am stärksten vibriert. Nein. So. Warte, also liegt an mir, diese Dinger zu finden. Ja. Oh, er ist nicht hier. Dann weiß ich, wo er ist. Oben? Ja. Das ist aber nicht so einfach dann. Nee. Vibriert schon? Ja. Wo ist es gerade ganz besonders stark? Ja, das sieht ja aus. Aber man sieht halt auch hinten an dem. Man sieht halt auch hinten an dem Ding. Ja. An dem Staubsauger. Nee, hier ist es nicht. Es muss hier sein. Ja! Hohoho! Ich bin Ubu, zu dumm, dass du mich gefunden hast! Du musst das Düsterlicht verwenden. Hast du das gesehen? Ja.
Nein. Da ist er. Ah, oh, oh, oh. Aber lass den Goldgeist nicht entkommen. Du musst die Düsterlampe einsetzen gegen Buhus. Ach so, okay. Nicht den Stromblitz. Ich habe ein Auto hier gefunden vorhin, deswegen habe ich gewonnen. Komm, jetzt zeig ich euch, was ich mal mache. Und so jagt man Buhus. Okay. Das war ziemlich beeindruckend. Ja. Komm mal auf zur Etage 4. Ja. Oh. Konzertbereich. Knopf. Hallo, wir sind die Neuen, wir kommen jetzt öfter. Hörst du das? Waren bestimmt vor Geister. Oh, erschreck mich doch mal, du. Luigi, falls du mal ganz schnell zum Labor musst, habe ich die perfekte Lösung für dich. Ich habe ein Transfersystem entwickelt, nur für dich. Ruf einfach den MVB auf und wähle Labor, dann bist du eben nur bei mir. Der Transporter funktioniert auch in andere Richtungen. Du kannst vom Labor aus an die Stelle im Hotel zurück, an der du zuletzt warst. Das war fürs Erste alles. Vergiss dich bei deinem... nicht... Na, dass du stets auf das Transfersystem zurückgreifen kannst. Oh, bye-bye. Oh. Stein auf der Karte gesehen. Ja. Kann ich den da anlaufen oder was? Musik, Noten, Edelstein. Ja. Hat man dir eigentlich schon gesagt, dass du gerade einen Glock am Kopf hast? Nein. Du hast eine Saugglocke am Kopf. Boah. Alter, ich hab's kaputt gemacht. Ist das in Ordnung? Ja. Danke. Total in Ordnung. Mach weiter. Die Gitarre sieht böse aus auf dem Bild. Boah, ich hab was nicht. Na, jetzt habe ich kaputt gemacht. Ja, ich hab's kaputt gemacht. Dumm, du blöde Kuh, ey. Au! Spring rüber! Wenn ja, bei dem machen. Wow! Ey, ich hatte ihn doch. Wenn du weiter nicht. Ja, wer ist das? Wow. Schön. Bitte schön. Wow. Wollte mich hier noch ein wenig umgucken. Oh, die Karte auch noch. Hallo. Mal reingehen. Ich hab Geld gefunden. Das ist schön. Hab Zeug kaputt gemacht. Dann
Ventile aufgemacht. Wo bist du? Nee. Warte, hab ich's. Ja. Oh. Nein. Oh, mein Arm. Oh. Warte. Die Warte kaputt machen? Okay. Erstmal alles kaputt machen, dann gehen wir weiter. Oh. Krass, fangen. Lecker. Ausgeschaltet. Ist irgendwie wie Lego Star Wars wahrscheinlich. Du kannst irgendwie mit allem interagieren irgendwie. Und statt die Macht hast du irgendwie was nicht. Ein Staubsauger. Mhm. Würdest du mir bitte mal eben helfen? Was soll da? Wir müssen versuchen, die Melodie zu hören. Da links. Ah, okay, ich sehe es. Also, die Dinger leuchten, die Dinger irgendwie grün auf, wenn die richtig sind. Und hier hat gerade gemacht. Da grün. Keine Ahnung. Einfach durchgegangen und. Ja, einfach durchgegangen und gemacht. Ich glaube. Ist noch irgendwas? Nö. Nee. Oh, jetzt mein. Meine Tür. Das ist eine böse, böse Tür, ne? Verschwindet die Karte mal irgendwie. So, rechts wolltest du nachgucken, hast du gesagt? Ja. Gucken wir mal. So viel Geld. Und das alles gehört mir. Ich meine uns. Jawohl, das Gold gehört mir. Hey, ich meine uns. Gut gemacht, Jungs. Da oben ist Geld. Ganz oben. Ja, genau. Nicht zu weit, sonst krieg ich das Geld doch gar nicht. Kann ich doch gar nicht das Geld einsammeln. Popcorn. Ja. Popcorn ist gut. Ich mag Popcorn. Magst du auch Popcorn? Ja. Danke. Süßes oder salziges? Süßes. Ja. Au! Was passiert? Goldene Ratten. Ganz viele. Ich war gerade kurz festgeglitscht. So. Gehen wir mal ins. Ich bin bald zu machen.
Seite. Aber was? Ich hab's erwischt. Ich hab's umgebracht. Hallo, na? Das gibt's doch nicht, das besetzt. Das haben wir gleich. Oh oh. Tuba im Klo. Ew. Das war nicht sehr nett. Das ist eklig. Ich fühle mich hier nicht gerade so wohl im Bad. Warte, Moment. Oh, du hast gerade Schaden durch die Wildlichter bekommen. Oh. Jetzt aber gegen die Birne gehauen. Mehr alles? Ich glaube ja. So. Wir sollten weitergehen. Jetzt sollten wir in die Konzerthalle gehen. Ja. Hm. Wir wissen, dass ein Konzert am Laufen. Oh. Guck mal da. Ja, tot. Ja, und das Klavier spielt von alleine. Ja, das auch, ja. Lied kennt, der Klavier kennt das Thema von dem Spiel. Mhm. Richtig schick. Hier kommt doch bestimmt ein Bosskampf oder irgendwie so weit. Nicht wahr? Nicht wahr? Nicht wahr? Oh. Von Bu. Beethoven von Bu, wenn dann. Jetzt solltest du in Bewegung bleiben. Ach, halt. Warum gehen die denn auf mich? Oder nicht? Aua. Du leuchtest zu sehr. Da, die Dumme. Ja, auf damit, Mann. Die ganzen schönen Stühle. Ja, die haben doch Schweinegeld gekostet. Ne? Ja. Oh, jetzt kommen sie alle. Ja. Ah, aua. Oh, voll gegen die Birne. Ah. Das war knapp. Was zur Hölle? Ein Geist mit einem Tütü. Ja. Siehst du wohl? Das ist noch nicht das Merkwürdigste, was ich heute gesehen habe. Es ist aber wunderschön. Oder nicht? Ja. Natürlich. Noch mehr Geister mit Tütü. Sie fühlen sich so schön, aber sind sie es nicht. Komm mal her. Also, ich mache mir voll den Spin an. So, ich hab den. Okay. Gib ihm. Gib ihm. Gib ihm. Hab es ihm gegeben. Ich glaube, der ist sauer. Ja. Vielleicht so ein bisschen. Ja, genau. Ja. Das ist ja.
Damit so sollte man jetzt Angst vor Klavieren haben. Au. Ein Herzchen. Voll daneben. Ja. Raus. Ja. Das Herz auch schon. Ja. Nimm das, Mozart. Ne? Keine Musik, war Kacke. Ne? Nein, Klavier. Ja, rein in sein Klavier. Da machen wir Klavierbraten auf dem. Oh, sowas in der Art. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Wurde ich davon nicht getroffen? Das ist eine gute Frage. Warum ist ein Sparschwein? Scheiß auf das Sparschwein. Nein. Ich bin ja gar nicht dafür. Hau! Nein, er hat dazu gemacht. Hau! Komm mal her. Los! Hol ihn raus! Raus aus dem Klavier, Mann! Warte mal, echt alles kaputt. Das ist ein Spiel. Ja, wer hat den? Ich hab den. Klavier? Nein, ich. Ja. Ja. Nein, er ist wieder in seinem Klavier. Ich weiß nicht, aber vielleicht ist das Klavier sauer, oder? Aua. Also eingesammelt. Hilfe! Hilfe! Ja. Nein, na. Au. Au, ich wurde getroffen. Nein. Hey, bleib in deinem Klavier, ey. Ne? Ja. Ah, sind flammende Musiknoten, ey. Genau. Nein, voll daneben. Nein, voll daneben, ey. Boah, der ist explodiert. Nein, voll daneben, Mann. Nein. Mal schauen, das Ding. Yes. Nein. Ich hab deinen damit weggehauen. Nein, Mann. Okay, mach. Okay, dann. Irgendeiner von uns macht. Raus aus dem Klavier. Ja. Wow. Es ging natürlich nichts über einen eleganten Abgang, ne? Ja. Der war so elegant. Ich habe noch nie einen besseren Abgang gesehen. Hast du schon mal einen besseren Abgang gesehen? Nein. Mich. Yeah. Yeah. Den packe ich in den Aufzug. Rein. Einfach nur random dagegen. Aber warte, wir sollten erstmal dahin gehen.
Hey, was ist hier los? Oh Gott, das ist das noch auf einer. Da. Was ist denn? Oh, mal sehen. Okay, ich hab ihn. Wen aufs Klavier. No. So viel Geld. Man weiß mit mir los, ich kann mich nicht bewegen. War zu viel für dich. Die Situation hat mich übermannt. Ja, kannst du sie handeln? Aua. Hey, du hast ihn. Hoho. Wir haben seine Garderobe geplündert. Ja. Den wir ihn verprügelt haben. Ja. Kann doch nicht sein. Aber dann macht er eben frei. Bin tot! So nervig! Yay! Wir haben den unwichtigsten Charakter von allen hier. Du hast einen deiner Freunde gefunden, gerettet Luigi. Die Geretteten wären mit mir hier im Labor am besten aufgehoben. Hier sind sie in Sicherheit. Also bring den Tod jetzt am besten zum Aufzug. Oh, soll ich mal zum Labor teleportieren? What? Jetzt auch mal. Du Rummel hat Sparschwein da oben. Warte. Oh, das war ja klapp. Kriegen wir halt Geld, aber nicht. Das ist eine Perle und also was. Nein. Du Narr. Nein. Wie kommt man denn da hoch? Ich habe keine Ahnung, wie man da hochkommt. Der da hoch tot. Jetzt kriegst du gucken. Warte. War doch gerade noch ein X. Wo? Bei dir, vorhin hier. Ich hab da gerade was gesehen, oder was? Oder konntest du einfach nur mit dem Tod interagieren? Keine Ahnung. Aber der jetzt kommt schon wieder. Ja. Du hast gerade auch jemand gesehen. Keine Ahnung. Komm, wir sollten gehen. Ja, wir sind jetzt schon wieder zu lange. Da oben. Ich glaub nicht. Okay, wir wollen auch zum Aufzug. Ja. Mein Part. Ja, gut. Oh, ich habe eine Idee. Versuch den Todmagie den Gottzucken zu schleudern. Ja, okay. Ja, da ging. Der hat sogar anvisiert. Das da oben kannst du anvisieren. Versuch das da oben mal anzuvisieren. Mal, geh da. Gibt's alles nicht, ey. Warte, ich versuch's mal. Kann er nicht irgendwie. Was? So, den Gong konnte ich genau anvisieren. Hat aber nicht hingekriegt. So, komm mal her. Komm her, du. Ich wollte den noch gerade anvisieren, Mann. Lass mich mal versuchen.
Da. Was oh, was für eine Enttäuschung. Ja, okay. Gegen die Boxen. Hey, guck mal da hoch. Komm da runter. So, gehen wir da rein und ja. Bringen in Sicherheit. Genau. Bye bye. Währenddessen. Bringt sie alle. Ich hasse diese Katze. Und ich glaube, sie ist ein bisschen sauer. Ja. Oh, jetzt kommt der auch nochmal. Okay. Luigi, du hast einen deiner Freunde wieder gefunden. Wie viele Vermisste sind es dann jetzt noch? Aha, zwei Toads und Prinzessin Peach. Ach ja, und dein großer Bruder. Der ist ja auch noch in Gefangenschaft. Es ist also noch reichlich zu tun. Und denn viel Glück. Okay, dann würde ich sagen, aber wir gehen jetzt hier rein. Mhm. Hier und dann beenden wir den Part, ne? Ja. Gut. Ich hoffe, euch hat der Bug gefallen und hinterlasst ein Like, Abo, Kommentar und all so was. Denn sonst werden wir einfach das hier machen. Ja, immer und wieder. Ah, oh Gott. Oh Gott. Einfach eine halbe Stunde lang nur das. Ja. Gut, okay, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ihr werdet den Part abonnieren. Ihr werdet diesen Kanal abonnieren. Ihr werdet es tun. Tut es. Ciao.